Die Kunst des Zahnbondings, ZA-Ni reparieren und wiederherstellen. Ein strahlendes Lachellen mit perfekten ZA-Ninen ist FA ein Viertel eher viele Menschen ein wichtiges Schönheitsideal. Leider kann es vorkommen, dass ZA-Ni durch Unfälle, Karies oder andere Ursachen beschadigt werden. In solchen Fällen ist es wichtig, dass die ZA-Ni schnell und effektiv repariert werden, um ihr Aussehen und ihre Funktion wiederherzustellen. Eine moderne und schonende Methode, um beschadigte ZA-Ni zu reparieren, ist das sogenannte Zahnbonding. Was ist Zahnbonding? Zahnbonding ist eine minimalinvasive Behandlungsmethode in der Zahnmedizin, bei der Kunststoffmaterialien verwendet werden, um defekte ZA-Ni zu reparieren und wiederherzustellen. Das Verfahren wird auch als komposite Versiegelung oder Kunststoffeinviertelung bezeichnet und eignet sich besonders gut FA ein Viertel eher kleine Zahndefekte und ästhetische Korrekturen. Der Ablauf der Behandlung. Der Prozess des Zahnbondings ist relativ einfach und schnell. Zu einer CHST wird der Zahnarzt den zu reparierenden Zahn GAA ein Viertel endlich reinigen und leicht anschleifen, um eine optimale Haftung des Kunststoffmaterials zu gewährleisten. Anschließend wird der Zahnschmelz mit einem speziellen Art-Gel behandelt, um die Oberfläche aufzurauen und die Haftung zu verbessern. Danach wird das komposite Material in Schichten aufgetragen und mit einer speziellen Lampe ausgehärtet. Zum Schluss wird der behandelte Zahn in Form geschliffen und poliert, um ein natter einviertelliges Aussehen zu erzielen. Die Vorteile von Zahnbonding. Zahnbonding bietet eine Vielzahl von Vorteilen im Vergleich zu traditionellen Behandlungsmethoden wie Kronen oder Veneers. Zu den wichtigsten Vorteilen gehören. 1. Schonende Behandlung. Da beim Zahnbonding nur minimaler Zahnschmelz abgetragen wird, ist die Behandlung besonders schonend und schmerzarm. 2. Natter einviertelliges Aussehen. Das komposite Material kann individuell an die natter einviertelliche Zahnfarbe angepasst werden, um ein möglichst naturnahes Ergebnis zu erzielen. 3. Schnelle Ergebnisse. In den meisten Fällen kann der Zahnarzt das Zahnbonding in nur einer Sitzung durchvereinviertelern, was Zeit und Aufwand spart. 4. Haltbarkeit. Mit der richtigen Pflege kann das Ergebnis des Zahnbondings lange halten und den Zahn effektiv scharenviertel ziehen. FA ein Viertel eher welche FA-Li eignet sich Zahnbonding? Zahnbonding eignet sich besonders gut FA ein Viertel eher kleine Zahndefekte wie abgebrochene Ecken, kleine Risse, Wehrfarbungen oder Zahnla ein Viertel zecken. Auch zur Korrektur von leichten Fehlstellungen oder zum Schließen von kleinen Zwischenraumen zwischen den ZA-Ninen kann Zahnbonding eine gute Lassung sein. Bei GAA-eieren Zahndefekten oder starken Fehlstellungen sind jedoch möglicherweise andere Behandlungsmethoden wie Kronen oder Veneers ratsam. Die Pflege von mit Zahnbonding behandelten ZA-Ninen. Um die Haltbarkeit und Ästhetik der mit Zahnbonding behandelten ZA-Ni zu erhalten, ist eine sorgfältige Mundhygiene besonders wichtig. Regelmäßiges ZA-Ni putzen, die Verwendung von Zahnseide und regelmäßige Kontrolluntersuchungen beim Zahnarzt sind essentiell, um Karies und Zahnfleischerkrankungen vorzubeugen. Auch auf den Konsum von zuckerhaltigen Lebensmitteln und Getränken sollte verzichtet werden, um Wehrfarbungen und Karies zu vermeiden. Fazit: Zahnbonding ist eine moderne und schonende Behandlungsmethode, um beschadigte ZA-Ni zu reparieren und ästhetische Korrekturen vorzunehmen. Mit seiner natter einviertelrigen Optik, der schnellen Durchvereinviertelung und der guten Haltbarkeit ist Zahnbonding eine beliebte Wahl FA ein Viertel eher viele Patienten. Wenn auch Sie unter kleinen Zahndefekten leiden oder Ihr Lachellen verbessern möchten, sprechen Sie mit Ihrem Zahnarzt A ein Viertel BER die Möglichkeiten des Zahnbondings und lassen Sie sich individuell beraten. Ein strahlendes Lachellen mit perfekten ZA-Ninen ist dank des Zahnbondings FA ein Viertel eher jeden erreichbar.